Heute spielen wir die YouTuber-Story. Wir werden probieren, 100.000 Abonnenten zu bekommen, 1 Million Abonnenten zu bekommen und die größten YouTuber auf der ganzen Welt werden. Dabei nehmen wir die verrücktesten Videos auf. Schaut bis zum Ende, um nichts zu verpassen. Los geht's. Kasper, wow. Heute werden wir YouTuber. Oh, let's go. Hier ja. Direkt einmal ein Video aufnehmen oder was? Ich weiß, wir haben einen Gameplan, ne, den wir durchführen müssen. Wir haben einen genauen Plan, was wir machen müssen. Und zwar, guck mal, als allererstes gehen wir zum Shop. Um Computerteile und eine Kamera zu kaufen. Okay? Auch sehr gut, ne? Dann müssen wir entscheiden, unser Abenteuer starten und die Videos bearbeiten und sie auf YouTube hochladen. Ja. Und dann können wir reich werden. Oh, und hier sind sehr, sehr gespannt. Liste. Das scheint der Laden zu sein. Wir brauchen einen Monitor kaufen. Gamingstuhl, Selfie-Stick und Kamera. Habe ich schon. Den Selfie-Stick habe ich schon dabei. Ja, das ist mein eigener. Na gut. Na gut, ich würde sagen, let's go, mal gucken. Ja, let's go, okay. Ich sag mal, ich kümmere mich um die Mäuse, oder was? Ich habe schon eine Maus gefunden, Guck, das ist ein Monitor, was finden. Hier, Selfie-Stick. Ja. Ah, ne, kann ich nicht nehmen. Selfie-Stick, sehr gut. Da, ich habe den Monitor. Ich habe noch gar nichts gefunden. Hier so eine Kamera. Wo siehst du die ganzen... Ach, da. Du bist ja richtig blind. Lol, ich sehe die ganzen Sachen. Den Gaming-Stuhl, der muss dabei irgendwo hier stehen. Der ist doch hier hinten irgendwo, oder nicht, der Gaming-Stuhl? Der kann ja nicht einfach so schräg irgendwo drin liegen. Da! Guck mal, der DX Racer hinten in der Ecke. Ein Riesenteil dein. So. Ja, du hast recht. Sehr gut, das war alles. Sehr schön, ja. Dann lassen wir wieder zurückgehen, mal gucken, was unsere nächste Aufgabe dann wäre. Hallo, der Gaming-Stuhl. Ja, sehr gut. Einmal eingetütet und guck mal. Da. Null Abonnenten und null Aufrufe. Wir haben ja auch kein Video gemacht. Und wir heißen Vlogtrupp. Auch nicht schlecht, ne? Ja, cool, ne? Das ist voll die gute Tastatur, voll die gute Maus. Also Setup sieht echt stabil aus, muss ich sagen, ne? Muss ich auch sagen, sehr, sehr krass. Also das haben wir hier erledigt, ne? Also wir waren im Laden, das kann wegradiert werden. Aber jetzt geht's weiter zu Schritt Nummer 2. Und zwar müssen wir Videos aufnehmen. Aber wir müssen auch auf Adventures gehen, also auf Abenteuer, ne? Ja, aber hast du irgendwie vielleicht eine Idee, was wir als erstes Video machen könnten? Ich überlege gerade, wir könnten eigentlich doch schon so eine 24-Stunden-Challenge machen. Ja, gute Idee, das sagst du gerade was. Das können wir echt probieren, oder? So ein 24-Stunden-Video, die kennt man doch auch. Ja, ja, die gehen eigentlich schon ganz gut ab. Wenn wir 24 Stunden in einem Laden drin sind oder so? Ja, das könnte echt eine gute Idee sein. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal gucken. Okay, Jungs, benehmt euch normal. Wir müssen ein Versteck... Wir sind einfach bei Ikea gefunden. Wir müssen einen Versteckspot finden, ne? Also irgendwo, wo wir uns verstecken können hier. Einfach 24 Stunden in Ikea verstecken. Alter, das ist ja mal so lustig. Okay, warte mal, gute Idee. Er hat anscheinend hier den perfekten Spot, sagt er. Okay, dann lass uns rein, Shane. Rein hier, komm schon, wir wollen auf. Mach Los auf hier den Laden, okay, let's gucken. Go. Okay. Oh mein Gott, die sind voll viele, Leute. Wo würde man sich am besten... Alter, was ist mit denen denn los? Der ist hier zusammengefallen gerade. Wo würde man sich am besten bei Ikea verstecken? Hinterm Regal irgendwo? Locker hinter irgendwelchen Boxen. Ja, hinter irgendwelchen Sachen, die nicht gekauft werden. Weißt du, wo ich mich verstecken würde, glaube ich? Ich glaube, unter einem Bett oder sowas. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Und dann könnte man sich verstecken. In den Boxen. Ja, warte mal, wir sollen jetzt verschiedene Kartons suchen und die aufeinander aufhören. Dann können wir uns hier drin verstecken hier mitten. Ja, ja, dann lass ein paar. Guck mal! Hier, zack, da noch eine hin, da noch eine hin. So, okay, zack, ja, hier wichtig. Unten, ja. Ich mach du hier unten, du machst die oben, sehr gut. Okay, ja, sehr gut. Haben wir sehr schön Eingang nochmal. Guck mal. Und jetzt? Hier drin versteckt, was? Jetzt können wir hier unsere jetzt Videos aufnehmen, Zeit, oder was? Mit den Leute, Kameras, was geht ab? Ankündigung an alle Einkäufer. Wir schließen jetzt. Bitte versuchen Sie zum Ausgang zu kommen und finden Sie ein Ende. Oh mein Gott, wir sind noch hier ganz drin. Ganz leise. Ist so, jetzt geht's los mit der 24-Stunden-Challenge. Ja, ich bin sehr gespannt. Okay, okay. Schnell sei ruhig. Die machen gerade noch sauber, Ich habe doch, glaube ich, auch eine Putzkraft gerade gesehen da hinten. Ja, ich glaube auch, deswegen... Oh da. Gott, da ist die... Oh nein! Der muss sich verstecken, Security, da der Typ, schnell! Der guckt die ganze Zeit. Er versteckt sich gerade, alles gut. Ja. Oh Gott. Der hätte ihn fast gesehen gerade, ne? Ist echt gut, wir sind safe. Guck mal, der ist einfach unten. Ja, super! Wir sind hier safe. Stimmt, wo hat der auch ein krass versteckt, ne? Okay, jetzt okay, ist Zeit wir sollten jetzt nochmal weiter aufnehmen, ne? Und... Ist so. Let's go, würde ich sagen. Hallo, Vlog-Squad. Hallo. Wir bleiben heute Nacht für 24 Stunden in diesem Ikea drinne. Ist so. Und mal gucken, ob wir gefunden werden oder nicht. Das müsst ihr auf jeden Fall... Oh, was ist das denn? Oh mein Gott. Hä? Was hat das so gewackelt gerade? Hast du auch diesen Knall gerade gehört? Ich hab keinen Knall gehört. Ich habe aber, das hat auf einmal alles vibriert. Hast du es auch gesehen? Okay, das ist guter Content, Kasper. Das ist guter Content. Lass die Kamera an. Ja, du hast recht. Vielleicht sind es Aliens oder so. Die gehen immer gut auf YouTube. Ist so. Oh mein Gott. Hä?
Da sind zwei Räuber. Zwei Einbrecher. Was machen wir denn jetzt? Oh, oh. Schnell. Hallo, meine Lieben. Hinter mir seht ihr zwei Einbrecher. Ich finde die. Alles für die Views. Alles für die Augen. Alles für die Klicks. Alles für die Klicks. Oh Gott. Oh, oh. Hier, ich filme euch. So, hier, zack, zack, zack. Hier, ich filme den. Guck mal, der bekommt das gar nicht mit. Der denkt, das ist leer hier, ne? Ist du denn echt, das ist leer? So ein bisschen ranzoomen. Wo ist der andere? Muss ich auch mal ranzoomen. Näher hier. Guck. So, ja, ich suche auch mal ran. Ha! Oh, oh. Sehr gut. Wir haben die anscheinend schon gut gefilmt hier, ne? Weil auf frischer Tat ertappt haben wir die. Auf frischer Tat haben wir sie alle. Guck mal, ja, ich habe so eine Karte. Noch einer hier. Da, guck mal, ich mach ein bisschen Licht. Licht ist wichtig in den Videos. So, hier, schön. Ja, stimmt. Licht auf den drauf machen. Ich film weiter. Ja. Der will den jetzt. Alter, haut den. Stimmt. Okay, ja, wir können den auch hauen. Guck mal, zack. Oh mein Gott, was? Was? Wir haben den gerade K.O. gehauen. Als ob. Hä? Hier ist noch einer. Hier? Ich hau den jetzt auch K.O. vorne. Komm, hau ich K.O. schnell. Zack. Ja, bam, sehr Alter. Gut. Oh Gott. Oh nein, die verdammt. Polizei kommt bald. Du hast recht. Das Ding ist, wir können jetzt nicht bleiben, wenn die Polizei kommt. Denken die, wir sind eingebrochen. Oh nein, stimmt. Die werden uns auch festnehmen dann. Die werden uns hundertprozentig festnehmen. Ich will nicht ins Gefängnis. Lass uns hier Chain folgen. Vielleicht weiß er, wo es hingeht. Sag mal Bescheid, wo wir hin müssen. Was glaubst du, wo führt er uns hin, Kasper? Wahrscheinlich irgendwo ins Lager. Ja, ich würde fast sagen, auch ins Lager oder hoffentlich zum Ausgang. Ne? Ich denke mal, dass er weiß, wo das ist. Das ist der Ausgang. Hä? Okay, Chain, guck mal. Das ist der Ausgang. Hallo Leute, wir sind jetzt gerade aus Ikea raus, haben gerade ein paar Räuber kaputt gehauen. Wichtig, ey, ihr habt die Räuber eben gerade verpasst. Wie krass waren die denn bitte drauf, ja? Ist so. Und wir müssen jetzt hier da vorne, seht ihr das da vorne, den Sound? Oh, stimmt, da müssen wir drüber klettern. Ne? Stimmt. Okay, dann komm. Ja, okay. Ich mach dabei noch. So, Leute. Trotzdem, ja. Okay, hallo, okay, mach mal aus deiner Leute. Und hier rüber. Nicht runterfallen, bitte. Und zack. Ja, und zack. Oh, wir sind aus der Ikea entkommen. Lasst ein Like Gott, und was? Abo da. Wir sind schon raus? Das war ja mega easy, aber jetzt, wo sollen wir jetzt hin? Okay. Lasst ein Like und auch ein Abo da. So, wir sind jetzt hier gerade aus dem Zaun entkommen. Ja, sehr gut, aber jetzt fast nach Hause. Jetzt müssen wir nur nach Hause gehen. Das müssen wir das Video halt noch irgendwie... Ich vlog das. Okay. Oh, okay. Sehr gut. Ah, wir lassen doch mal das Video am besten zur Polizei senden. Ah, ne? Du hast recht. Und Chain editiert hier gerade wahrscheinlich das Video und will das auch direkt auf YouTube hochladen, ne? Oh, sehr gut. Es wurde gepostet. Ey, es wurde hochgeladen. Abgehen, ne? 24 guck Stunden. Auf den Monitor. Ich sag dir, wir bekommen jetzt Abonnenten. Ich guck jetzt. Views, ich guck rauf, oder? Ich guck rauf. Also, wir haben noch keine Aufrufe, Abonnenten. Leider. Also, keine Aufrufe, keine Abonnenten. Komm schon. Oh Nachrichten. News. Okay. Ein neuer YouTube-Kanal namens Vlogsquad hat die Räuber entdeckt, die anscheinend bei IKEA eingebrochen sind und haben sie auch noch gestoppt. Wir werden da gerade erwähnt. Das ist Werbung. Wir möchten gerne Vlogsquad danken und checkt deren Videos aus, das sie gerade gepostet haben. Was? Oh mein Gott, ich glaube, jetzt bekommen wir Abonnenten, oder? Die haben gerade einen Shoutout bekommen im Live-Fernsehen. Okay, jetzt müssen wir Abonnenten bekommen und Aufrufe dadurch, was? Oder? Das ist ja unnormal. Oh Gott, okay. Unsere Videos gehen viral, sagt er gerade, aber ja, die ist anscheinend noch nicht aktualisiert hier. Unser Video geht viral. Da, mein Gott! Was? Alter! Was geht denn jetzt ab? 100.000 Aufrufe. Und 10.000 Abonnenten, das ist ja geisteskrank. Ey, wir müssen mehr von solchen Videos machen, damit wir die ganze Zeit weiter wachsen. Ja, stimmt, da sagst du was. Wir müssen noch krassere Sachen erleben wahrscheinlich. Aber was ist die nächste Idee, die wir machen könnten? Gute Frage. Schreibt mal in die Kommentare, was wir als nächstes machen können. Ja, ich habe eine Idee. Kennst du diese eine Chili, die so richtig scharf? Du meinst diese Ghost Pepper? Heißt die so? Ja, Ghost Pepper Challenge können wir eigentlich machen. Ah, und die wollen wir essen, oder was? Ja, ich glaube, die Reaktion von uns könnte relativ lustig sein. Da sagst du was, stimmt. Okay, dann Kameras drauf. Ja, ready, Kamera, set, go. Drei, und... Also. Warte mal, ich bin noch nicht vorbereitet. Ich brauche noch ein Glas Milch oder sowas. Ja, was ist... Hallo Leute, willkommen zurück beim Vlogsquad. Zum ersten Video einer Reaction und einer Challenge. Heute machen wir die Ghost Pepper Challenge. Und wir müssen probieren, sie zu essen, ohne zu weinen. Alter, für die, die es nicht wissen, das ist die schärfste Chili auf der ganzen Welt. Und die werden wir heute essen. Und wir werden heute herausfinden, wer von uns am längsten die Chili überleben kann. Oh mein Gott, da bin ich aber ganz gespannt. Bereit? Ich bin bereit, ich nehme sie in die Hand und essen! Ich hab sie gegessen. Oh mein Gott! Das ist so scharf! Oh, ich halte es kaum aus! Wie geht's euch bisher? Sagt was! Ich kann das nicht! Ich kann das nicht mehr. Es ist so scharf! Es ist so scharf hier! Ich brauch Milch! Oh Gott, ich brauch echt Milch! Ich kann das nicht! Es ist unerträglich, sag mal! Oh mein relax, Gott, relax, schon. Jungs! Wir relax, brauchen wir müssen Milch, Milch Leute, finden! Wir schnell! Wir brauchen Milch, schnell! Oh Gott, es ist so scharf hier gerade! Ich halte es kaum noch aus! Schnell, Milch! Wo ist die Milch? Wo soll die denn sein? Sag mal, hier in dem Raum. Wo ist die Milch? Milch! Im Kühlschrank doch, oder nicht?
Ich hab sie. Oh mein Gott. Ja, sehr gut. Oh mein Gott, das knapp gerade. Alter. Ey, ohne Spaß. Alter. Gib mal einen Schluck ab da. Gib mal einen Schluck. Wie ausgeeckt. Du hast alles alleine getrunken, sag mal. Das war schon echt eine harte Challenge, ne? Du hast alles alleine getrunken. Ja, ich weiß. Was war das denn? War doch sehr gut. Okay, dann los. Poste die Challenge und gucken, ob sie abgeht. Aber meinst du, das kann gut ankommen auf YouTube? Ich weiß es nicht ganz genau. Unsere Reaktion war, glaube ich, schon relativ lustig, oder? Ja, eigentlich ja. Mal gucken, was passiert, wie die Aufrufe morgen sind, wenn wir jetzt schlafen gehen. Okay, lass pennen gehen und dann gucken wir morgen einfach. Und dann gucken wir morgen. Es war ja auch ein langer Tag heute, ne? Ich meine, wir haben zwei Videos aufgenommen, ne? Oh, okay. Nächster Morgen, Kasper. Guten Morgen, Broxo! Oh mein Gott, wir sind viral gegangen, sagt Shane. Was, schon wieder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Alter, was? Wir haben 100.000 Abonnenten und 1 Million Aufrufe. Ey, mit 100.000 Abonnenten kriegen wir auch diesen Play-Button, den silbernen. Stimmt, den will ich auch haben. Ey, was? Alter! Hallo, Blocksquad! Guck mal, da ist er! Alter! Hier ist euer silberner Play-Button für 100.000 Abonnenten! Korrekt von dir! Danke! Macht auf jeden Fall weiter solche Arbeit! Ey, das ist ja ein richtig cooler Postbote. Safe machen wir das. Der ist ja richtig nett, ne? Der weiß auch, was das ist. Ey, wo hängen wir uns denn jetzt hin? Wir werden so groß. Denkst du, wir kriegen irgendwann noch den 1-Million-Play-Button, den goldenen? Boah, das wäre auch richtig, richtig krass. Aber du hast recht, wollen wir uns hier vielleicht an die Wand hängen? Das Ding ist, wir haben auch ganz schön viel Geld bekommen von den zwei Videos, ne? Oh, echt? Wie viel Geld haben wir denn da verdient? Ich weiß gar nicht genau, wie verdient man denn mit sowas? Gucken, lass es uns mal einfach mal ausgeben und dann mal gucken, wo wir gleich landen. Oh, Alter! Unser neues Haus in Los Angeles. Wir haben uns einfach ein Haus von dem Geld gekauft. Wie krass ist das denn? Komm, wir erkunden mal ein bisschen unsere Villa. Wie cool sieht denn die aus? Wir zeigen mal, warte, ich mach direkt ein Video. Ich auch. So, und ich zeige euch heute die Villa. Hallo, Freunde. Ja, hier ist unsere neue Villa, die wir uns geholt haben. Nochmal, hier sind so Geheimklos. Wir haben sogar, ich wollte gerade in den Keller gehen. Das zeige ich euch erst im Video, Das ist Broxos Schlafzimmer hier oben. Hier ist Kaspars Schlafzimmer mit dem Flachbildfernseher an der Wand. Alter, wir haben ein eigenes Kino. Guckt euch an, wie groß das ist. Das ist natürlich echt richtig krass, ne? Können wir nach oben gehen? Ab geht's hier. Ja, oben sind die krassen Sachen. Und hier ist das Schlafzimmer. Alter, das ist so cool, ne? Alter. Ey, hier ist echt das Master Bedroom. Ich sag dir, das bist du in dem hier? Nee. Aber so ich sag, das hier ist dein Zimmer. Das ist auch ein richtig, richtig krasses Zimmer. Das sieht richtig cool aus. Und guck mal da draußen, wir haben einfach einen Pool draußen. Seht ihr das? Was? Und auch einen eigenen Balkon, ne? Ja, einen eigenen Balkon. Stimmt, Alter. Mit was Grill und Barbecue und Macarons da unten. Alter, lecker. Oh, guck mal hier, das ist auch das Bedroom, auch sehr nice. Vorne, was haben wir hier noch? Okay, hier die Tassen, das sind echt ganz, ganz seltene Tontassen. Das Kino ist richtig cool. So eine coole Villa. Ey, das ist so cool. Also, hier ist auf jeden Fall unser Keller, wo wir jetzt hier immer ganz viel arbeiten werden. Und jetzt guckt ihr dieses Gaming-Setup an. Drei Monitore. Das Ding ist, wir brauchen mal wieder eine neue Idee, ne? Weißt du, was hältst du von einem Livestream? Und wenn wir unsere Fans fragen, was wir vielleicht machen sollen? In einem Livestream oder so? Du meinst nach Ideen fragen? Das ist eine gute Idee, ne? Das ist eine richtig, richtig gute Idee. Echt eine richtig gute Idee. Dann lass mal fragen. Okay, komm, wir gehen live. Hä? Was geht ab, Leute? Und willkommen zu unserem ersten Livestream vom Vlogsquad. Nein, warte mal, wir kriegen ja gerade einen Anruf, oder nicht? Nein, und dann habt ihr irgendwelche coolen Ideen, die wir für unsere Videos machen können? Lol, ja, was ist, wenn ihr den Floor ist Lava Challenge macht, schreibt hier einer gerade, sehe ich. Der Boden ist Lava, sagt er. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Lass es ausprobieren, oder? Ey, lass uns das eigentlich ausprobieren. Ey, guter, ey, wer hat das da in den Chat geschrieben? Wer war das? Direkt so, ich weiß nicht, wie der hieß, aber direkt so ein korrekter Hinweis, ne? Also, wir haben den Fan gehört. Dann lass uns mal das Video aufnehmen und das ist unser nächstes virales Video dann. Let's go. Alles klar, Leute. Herzlich willkommen zum heutigen Video und zur heutigen Challenge. Heute ist der Vlog-Squad am Start. Ich bin Justin und das hier sind die Regeln. Es geht los. Oh, was? Die Regeln sind simpel. Versucht auf die andere Seite zu kommen, ohne die Lava zu berühren. Ich denke, das ist jedem klar, oder? Okay. Guck mal, es sind auch voll viele Abonnenten gekommen. Ist so. Guck mal, Leute, was da für eine Crowd draußen ist. Alter, da hinten, das sind so viele. Richtig heftig, Alter, richtig heftig. Ey, wie cool ist denn das? Und wir müssen rüberkommen. Also, wir brauchen echte Reaktionen von den Fans. Das heißt, es muss echt spannend sein. Deswegen, alle schön anfeuern hier, ne? Und es geht los. Wir dürfen nicht den Boden berühren. Und rüber jetzt. Zack, und nächste. Und zwei, und los, mal ein bisschen Action hier, Leute. Und Action hier, 360, ja, let's go. Wir filmen euch alle für die Insta-Story. Hier drüben, ja, hier vorne. So, jetzt hier schön. Drauf. Genau, er schreibt auch, wir schaffen es. Oh, er ist leider draufgegangen. Oh nein, schade. Okay, also wir schaffen es, dann stirbt er einfach. Hier noch Insta-Story, alle einmal. Okay. Ey, yo. Oh, Alter, die Kameras gucken uns alle an, meine Lieben. Und wir haben's. Cool, ne?
Komm hier drüben hin, wir haben es geschafft. Und die Meute jubelt. Juhu. Die Meute jubelt. Juhu. Alle am Start. Sehr richtig gut. Bild. Hier, zack, 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 zack. Danke an alle Fans, die heute mit dabei waren. Was war das für eine spannende Runde? Checkt auf jeden Fall den Kanal aus für das Video. Alter, geil, Leute. Das war richtig super gut. Video, Jungs. Macht weiter so und postet das. Okay, posten. Und ich glaube, vielleicht können wir mit diesem Video, weil das so eine krasse Challenge war, 1 Million Abonnenten bekommen. Das wäre echt krass. Oh, da sagst du was. Gut, da sagst du echt was. Stimmt. Das wäre richtig krass, wenn wir das machen können. Lass gucken. Ich glaube auch, dass es abgehen könnte. So, mal gucken. Chain hat auf jeden Fall den Account und lädt das Ganze jetzt gleich hoch. Ja. Erstmal zu Bett gehen und dann ja, gucken, let's go. Gucken wie die morgen Zahlen direkt morgen sind. Wow, okay. Guten Morgen, Roxo. Ja, ja. Jetzt bin ich aber auch echt gespannt, ob das viral gegangen ist, ne? Ich bin auch gespannt. Oh mein Gott. Was? 1 Million Abonnenten das haben wir. Das Video hat 10 Millionen Aufrufe bekommen. Und da ist der goldene Play-Button. Oh mein Gott. Ich wollte ihn schon immer haben. Wie krass ist das denn bitte? Ich auch. Das ist richtig heftig, der 1 Million Play-Button. Alter, wie verrückt. Okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall berühmt, würde ich sagen. Ey, oder meinst was? Du, wir sind noch nicht berühmt? Doch, wir sind jetzt echt, wir sind auf berühmt. Mit 1 Million Abonnenten schon berühmt? Eigentlich das ist schon ja, krass. Ne? Aber das Ding ist, das nächste ist 10 Millionen Abonnenten. Oh, ne? Alter, stimmt. Den Diamanten-Play-Button bekommen. Okay, das ist auf jeden Fall noch eine lange Reise, die wir da vor uns haben. Da müssen wir echt noch einige Videos machen. Was könnte denn jetzt noch krasser sein als das Boden ist Lava-Video? Also, ich würde mal sagen, lass mal wieder in den Livestream reingehen und die Fans fragen, was sie wollen. Ja, okay. Weil das war auf jeden Fall echt ein richtiger Banger. Hallo! Was geht ab, Freunde? Wir haben unseren dicksten Fan heute am Start. Und was sagt er? Mhm. Oh mein Gott, er will ein Meet and Greet mit uns haben. Was? Er möchte also einen Fan treffen? Okay, das wäre eigentlich eine echt gute Idee, ne? Da kann man eben alle persönlich kennenlernen. So ein riesiges Fantreffen oder so? Auch so Autogramme geben und sowas? Ja, stimmt. Okay, lass es ancallen, oder? Heute um 16 Uhr oder wie viel Uhr wollen wir machen? Ich würde sagen, 16 Uhr passt perfekt. Ja, okay, dann let's go. Also, dann setzen wir uns aber ganz kurz hier hin. Ja, let's go hier, okay. Kommt durch hier rein und wir werden eure Fragen beantworten. Ich bin bereit. Ich habe auch meine ganzen Autogrammkarten dabei. Dann kann ich die auch direkt unterschreiben, ne? Ja, habe ich auch alle dabei. Okay, bin sehr gespannt. Komm, wir gehen mal rein da und... Oh mein Gott. Los geht's! Was geht ab, Freunde? Okay, setz mich hin. Ich setze mich hier drüben hin auf die Seite. Cool, dass ihr alle am Start seid. Yo, hier vorne. Natürlich. Ey, der trägt ein T-Shirt von uns. Cool. Warum habt ihr einen YouTube-Kanal gegründet? Könnt ihr mir das beantworten? Also... Interessante Frage. Um unseren Fans tolle Videos zu bringen. Nicht wegen Geld. Wir wollen ja nicht... Auf gar keinen Fall wegen Geld, sag mal. Wegen den Videos. Okay, die nächste Frage, bitte. Genau, die war gut. Was ist das Beste an euch, ein YouTuber zu sein? Leute zum Lachen bringen. Gute Frage. Ich hab berühmt gemacht. Ehrlich? Ja, berühmt zu sein, oder? Ist doch cool, oder? Okay, letzte Frage. Wann kommen neue Videos? Fragt hier Maria. Okay, gute Maria Frage. Hat schon wieder Bock auf neue Videos. Genau, also wollen wir 10 Millionen, 10 Millionen Abonnenten haben. Ja. Deswegen machen wir auf jeden Fall noch Videos, keine Sorge. Ja, aber danke für die Fragen. Coole Fragen auf jeden Fall mit dabei gewesen, ne? Wollen wir nochmal ein riesiges Selfie machen mit allen? Ja, komm schon, wir machen noch ein riesiges Selfie jetzt hier. Okay. So, alle lächeln! Let's go! Er sagt, der Wache, die Security sagt dir, wir haben ein Problem. Was? Wieso? Was haben wir denn für ein Problem, Security? Was ist denn los? Oh mein Gott, die Fans, oh mein Gott, die sind verrückt geworden. Die haben die Garage, die Ausfahrt blockiert. Wow, es ist hier nicht mehr sicher für uns. Was? Ey, die Fans sind richtig durch. Okay, warte mal. Wir müssen mal irgendwo einen anderen Weg rausfinden, aber wo? Ja, muss doch irgendwo einer sein. Wir müssen doch nach Hause, wir müssen doch unsere Videos machen. Es gibt Safecall einen zweiten Ausgang oder sowas, oder? Er sagt, es gibt nur einen Weg, aber der ist gefährlich. Was denn für ein gefährlicher Weg, sag mal. Und zwar durch den Lüftungsschacht. Und dann durch die Kanalisation zurück nach Hause oder zur Straße. Oh mein Gott, okay. Gut zu wissen, ne? Ganz. Na gut, komm. Lass uns ausprobieren. Wir haben 24 Stunden Ikea überlebt, da können wir durch die Kanalisation laufen. Ich wollte gerade sagen, wir sind über Lava gesprungen, von daher. So, okay, wir haben's. Nicht darüber laufen, ich glaube, das ist gar nicht gut. Echt nicht? Okay, dann. Oh mein Gott, okay, jetzt sollen wir hier lang, oder was? Okay, das Ding ist, wenn wir ins Wasser reinfallen. Kann uns nicht retten. Ich weiß. Dann laufen wir ein bisschen weiter als hier. Hier lang. Okay, er sagt hier vorne lang. Ja, okay. Sehr gut. Dann hier. Gottes Willen, nicht reinfallen ins Wasser, Gott, bloß nicht. Reinfallen jetzt hier. Okay. Aber das geht klar. Das bekommen wir hier alles hin. Entspannt. Oh nein. Es geht hier echt schon weiter noch hier. Noch mehr Sprünge jetzt hier.
Ich will nicht reinfallen in das eklige Wasser. Ich auch nicht, ich mag das Wasser nicht. In das Grützenwasser. Und zack, sehr gut. Okay. Ist hier lang? Weiter jetzt, hier sagt er. Hier ist der Leiter nach oben, sehr gut. Sehr gut, hochklettern. Oh, nach oben, ja, ich sehe gut aus. Oh, wow. Wir sind wieder zu Hause. Was für ein krasses Event. Na, erstmal ein Keks darauf. Nam, nam, nam. Nom, und hier nom, so ein Stück Kuchen noch. Macarons, Alter, und Sekt Alter. Und sowas. Aber ich muss sagen, Roxo, mir geht's schon länger nicht mehr ganz so gut. Seitdem wir diese Lava-Challenge gemacht haben, habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl im Bauch. Wollen wir erstmal ein bisschen Pause machen, bevor wir jetzt ein Video aufnehmen? Lass echt mal ein bisschen Pause, bevor wir ein Video machen. Lass mal doch hier unseren Cooles mal genießen. Na, ich gehe rein, ihr Bauchklatscher! Ja! Wenn ihr bald sehen wollt, um dass wir 10 Millionen Abonnenten erreichen, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Checkt die beiden Videos aus, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.